Leute, und willkommen jetzt zum dritten und finalen Teil der Neuerscheinungen für den Monat Oktober. Dieser Teil geht noch vom 21. bis zum 31. Oktober 2015. Und es sind insgesamt 23 Bücher, also ist das der Mittelteil, sage ich mal, eigentlich der Mittelmaß. Der erste hatte 29 Bücher, der zweite hat 16 Bücher und der hat jetzt 23 Bücher. Also das ist der mittlere Teil eigentlich, könnte man sagen. Und ja, damit das Video einfach nicht zu lang wird, fange ich einfach an. Mit dem 22. Oktober, hier erscheinen 5 Bücher, die bestimmt einige interessieren werden. Und das erste Buch davon ist ein Zwischenband von einer Reihe, die sehr gehypt wird. Nämlich geht es um die Selection-Reihe und da gibt es Zwischenbände, die nennen sich Selection Stories. Und da kommt der zweite Teil raus, Herz oder Krone von Kira Case. Wie gesagt, ist ein Zwischenband. Das Cover ist wieder Ähnlichkeit wie der erste Zwischenband. Brauche ich nicht mehr zu sagen. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 7,99 € im Fischer Verlag und ist ein Jugendbuch. Ich glaube, dass Selection Editor to P sein sollte. Von dem nächsten Buch bin ich überrascht, dass den ersten Teil doch so einige gelesen haben. Also den habe ich jetzt öfter gesehen in Videos. Und jetzt kommt der zweite Teil raus. Und ich war überrascht, dass ich den ersten Teil doch so oft gesehen habe. Nämlich geht es um Bad Romeo und Broken Juliet 2. Ich werde immer bei dir sein. Und das Cover ist genauso gehalten wie der erste. Nur in blau diesmal. Und ich finde das Cover auch einfach schön. Nur schade, dass es als Taschenbuch rausgekommen ist. Und das Buch ist geschrieben von Lisa Raven. Und erscheint als Taschenbuch für 14,99 € im Fischer Verlag. Und ist eine Liebesgeschichte oder ein Liebesroman. Das nächste Buch könnte einige interessieren, die Fans von James Bond sind, oder von Agenten allgemein. Das nennt sich nämlich Young Bond, Der Tod stirbt nie, von Steve Cole. Und ich glaube, es ist irgendwie so eine eine andere Art von James Bond, vielleicht, könnte ich mir mal vorstellen. Ich weiß ja nicht, worum es geht, genau. Auf jeden Fall hört es sich so an, vom Titel her schon. Und das Cover gefällt mir hier sehr, sehr gut. Ich finde das total cool. Wobei ich es wahrscheinlich nicht lesen werde, weil es mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Weil ich auch kein James Bond Fan bin. Und das Buch ist gebundene Ausgabe für 14,99 € im KJB Verlag und ist ein Jugendbuch-Krimi. Dann kommen wir zum zweiten Teil einer Spin-Off-Reihe, die auch sehr gehypt wird. Sehr gelobt wird oder sehr gemocht wird. Nämlich geht es sich um Shadow Falls, After Dark, der zweite Teil unter dem Nachthimmel von CC Hunter. Zum Cover brauche ich eigentlich nicht viel sagen, weil es dem ersten Teil natürlich wieder ähnelt mit dem Mädchen, das durch ein Tor geht. Und ich denke, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 14,99 € im Fischer Jugendbuch Verlag und ist ein Jugendbuch. Bei dem nächsten Buch bin ich gespannt, ob das überhaupt jemand liest, weil es sich sehr schön anhört. Und ich glaube, dass das sogar vielleicht manche lesen werden. Ich habe sogar meine Kandidaten, die das vielleicht lesen werden. Und zwar geht es um das Buch Die Glücksbäckerei, die magische Verwandlung von Catherine Littlewood. Ich bin gespannt, wer das Buch liest, ob das überhaupt jemand liest oder ob ich das überhaupt in irgendwelchen Videos sehe. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Das Cover finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Passt auf einfach. Und das Buch ist als gebundene Ausgabe für 14,99 € auch im KJB Verlag und ist ein Jugendbuch. Dann hüpfen wir einen Tag weiter zum 23. Oktober. Und da erscheint ein Buch, das für jeden Büchernarren eigentlich, glaube ich, sogar zu lesen sein müsste. Es geht um Bücher. Nämlich heißt das Buch Das Haus der 20.000 Bücher von Sasha Abramsky. Keine Ahnung. Und es geht um Bücher. Und eigentlich müsste hier jeder Bücherverrückte lesen, weil es geht um Bücher. Und das Cover finde ich jetzt nicht ganz so schön, aber ist Geschmackssache. Also, es ist jetzt nicht hässlich, aber es ist jetzt auch nicht gerade das Schönste. Das Buch ist als gebundene Ausgabe für 21,90 € im DTV Verlag und ist ein Roman. Dann hüpfen wir zum 26. Oktober. Hier erscheinen sehr viele Bücher und auf
Einige davon freue ich mich schon wahnsinnig. Aber das erste Buch ist auf jeden Fall der zweite Teil einer Reihe. Oder ich glaube einer Trilogie. Ich glaube Reihe. Nämlich war der erste, ist der erste Teil eigentlich gut angekommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und jetzt kommt der zweite Teil Firefight von Brandon Sanderson. Der erste war ja Steelheart. Und das ist der Folgeband. Cover eigentlich auch wieder so gehalten wie der erste, nur in Rot und mit anderem Cover irgendwie, einer anderen Covergestaltung, nicht Covergestaltung, aber so eine Art anderes Bild quasi, aber irgendwie ähnlich gehalten. Ihr wisst, was ich meine, ihr seht ja. Und das Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 17,99 € im Heine Fliegt Verlag und ist ein Jugend-Science-Fiction-Roman. Das nächste Buch, auf das bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das klingt so richtig genial. Ich weiß, dass es manche vielleicht schon erwarten. Oder dass es manche erwarten. Also von einem weiß ich das auf jeden Fall, der das so schon sehnsüchtig erwartet. Nämlich geht es um das Feuerzeichen von Francesca Hayek. Und das ist der erste Teil einer Trilogie, glaube ich. Also bisher sind drei Titel oder drei Bände auf Amazon findbar. Und ja, das Cover finde ich sehr, sehr genial. Es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und das Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 16,99 € auch im Heine Fliegt Verlag und ist eine Dystopie. Und das landet auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und das wird auch irgendwann gelesen. Dann kommt dann auch wieder ein zweiter Teil eines Buches, das sehr gehypt wird oder gelobt oder gemocht wurde von einer Autorin, die selbst YouTube macht. Eine YouTuberin. Wer sich vielleicht denken kann, weiß jetzt schon, um welches Buch es geht. Es geht um Girl Online on Tour. Der zweite Teil auch Girl Online. Von Zoe Sack alias Zoella. Das Cover ist wieder so gleich gehalten wie der erste Teil oder so ähnlich gehalten, nur diesmal in Gelb. Und ich finde, das sieht cool aus. Also die Farbe gefällt mir sehr gut, aber das Buch werde ich nicht lesen. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 14,99 € im CBJ Verlag und ist ein Jugendbuch. Dann kommt ein Buch von einem Autor, der jeden, also bisher jeden Oktober ein Buch rausgebracht hat. Und ich freue mich so sehr auf dieses Buch. Es ist mein Lieblingsautor. Und zählt zu meinen Lieblingsautoren. Wer mich verfolgt, weiß, welches Buch es ist oder um welchen Autoren es sich handelt. Es dreht sich um Sebastian Fitzek. Und Fitzek hat ein neues Buch geschrieben, auf das ich mich schon so sehr freue. Das Buch nennt sich Das Joshua-Profil und hier könnt ihr es sehen und ich finde das Cover richtig geil. Sieht richtig geil aus mit den gefesselten Händen und boah, ich freue mich auf dieses Buch. Oh, mir fehlt ja immer noch Noah, sonst habe ich alle Bücher von ihm hier. Ich werde es mir auf jeden Fall zulegen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Und es erscheint im Oktober. Lang erwartet. Und das Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 19,99 € im Bastel-Lübbe Verlag und ist ein Thriller wie alle Bücher von Fitzek. Das nächste Buch ist aufgrund dessen, dass ich in meinem letzten oder vorletzten Neuerscheinungsvideo, also Monat, Neuerscheinungsmonat, kein Buch dieses Verlags dabei hatte, wurde ich angeschrieben, dass es schade wäre, dass kein Buch dabei war. Deswegen habe ich diesmal explizit auf diesen Verlag reingeschaut, also quasi in die Verlagsseite und habe geschaut, welche Bücher im Oktober erscheinen. Es geht um den Fester Verlag und im Oktober erscheinen drei Bücher. Das erste Buch hatte ich eigentlich schon im September drin stehen, aber das erscheint ja erst im Oktober. Weiß zwar nicht, wieso das da drauf kommt. Auf jeden Fall geht es um National Security Eindringlinge von Mark Cameron. Und das Cover finde ich auch hier cool. Also die Fester Cover sind immer cool. Also da kann ich nichts anderes sagen. Die Cover sind immer geil. Aber ich glaube nicht, dass ich es lesen werde, weil ich glaube, es ist eher so etwas mit Terror und Miliz und Gewalt, also Terrorismus quasi. Und das ist ja jetzt nicht ganz so meins. Auf jeden Fall geht es, auf jeden Fall erscheint das Buch als broschierte Ausgabe für 13,95 €. Wie gesagt, im Fester Verlag und ist ein Thriller. Und auch im Oktober. Jetzt im September kam erst einer und jetzt im Oktober kommt noch einer. Ein Fester Extreme Band. Der Fester Extreme Band aus dem September sollte eigentlich im August schon kommen, aber irgendwie wurde der verlegt auf den September und jetzt ist er gekommen. Und im Oktober erscheint auch einer. Ich hoffe, dass er nicht noch verschoben wird, weil
Eigentlich haben sie immer einen Monat dazwischen, bevor wieder ein neuer Band erscheint. Vielleicht lassen sie es, vielleicht auch nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn er jetzt erscheint. Und das Cover. Ja, das Cover ist halt. Ihr seht es ja dann, etwas gewöhnungsbedürftig und auch nicht ganz jugendfrei. Es geht um die Minotaures von Edward Lee. Und das Cover ist jetzt nicht wirklich zu 100% jugendfrei, aber ich mach's kurz. Es sieht geil aus. Also, es sieht auf jeden Fall besser aus als das Englische. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 12,80 € im Vesta Verlag und ist wie gesagt ein Horrorroman Extreme. Das nächste Buch heißt The Grey Man Unter Killern von Mark Greaney. Und das Cover finde ich auch gelungen. Es sieht auf jeden Fall gut aus und ich werde es auf jeden Fall aber nicht lesen, weil es mich nicht interessiert. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 13,95 €, ist ein Thriller und erscheint auch im Vesta Verlag. Dann springen wir einen Tag weiter zum 27. Oktober und hier erscheint auch ein Fester Buch. Also es sind vier Fester Romane. Und das Buch heißt, das habe ich schon Ewigkeiten auf der Neuerscheinungsliste, jetzt erscheint es auch endlich, nämlich Unter einem Friedhofshimmel von John Ringo. Oder John Ringo? Ich glaube, es ist Amerikaner. John Ringo. Und ich finde das Cover richtig cool. Das hat mich schon von Anfang an angesprochen. Aber ich weiß, dass es nicht so ganz meins sein wird. Weil es geht um Militär und Terrorismus und. Oder? Also, das Cover lässt darauf deuten, aber es ist eigentlich etwas anderes. Ich weiß es nicht. Das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 13,95 € im Vesta Verlag und ist ein Endzeit-Thriller. Also, es könnte auch um Zombies gehen oder um Endzeit auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zum 30. Oktober. Hier erscheinen sechs Bücher, die sich alle sehr, sehr geil anhören. Das erste heißt Schön, schöner Tod von Roxane St. Clair. Und ich finde das Cover auch hier sehr, sehr schön gemacht. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Kann man nicht sagen. Mit den Zetteln, schön, schöner Tod. Finde ich total cool. Aber ich weiß nicht, ob ich es lesen werde. Ich werd mir mal umhören, wie das Buch so ankommt, wenn es jemand liest. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand liest. Und dann werde ich es vielleicht lesen und vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 12,99 € im Carlsen Verlag und ist vermutlich mal ein Jugendthriller. Dann kommt ein Buch, das ich auch sehr lange schon auf der Neuerscheinungsliste habe und das auch auf die Wunschliste von mir wandern wird. Nämlich Wallet City von Ryan Grodin. Grodin, wenn man den mal ausspricht. Das klingt auch sehr, sehr geil. Und das Cover finde ich auch sehr, sehr genial mit dem schwarzen, mit dem Feuerkreis um den Titel. Und das sieht einfach cool aus. Und der Untertitel spricht Bände. Also ich finde, das klingt richtig geil. Und das Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 16,99 € im Rowohlt Verlag und ist ein Jugendbuch. Dann kommen wir zu einem Buch von zwei sehr, sehr bekannten Autoren. Die erste, eine Autorin und einen Autoren, die sich zusammengetan haben. Die Autorin hat erst ein Buch geschrieben oder ist rausgebracht. Die Rede ist von Ursula Poznanski. Die hat ein Buch geschrieben, also mit noch einem Autor zusammen. Und der Autor, ein männlicher Autor, hat auch schon viele Bücher geschrieben. Da kommt im Januar oder Februar ein neues Buch und jetzt auch mit der Autorin zusammen. Er hat Bücher geschrieben wie Der Sarg, Arno Strobel. Sie haben gemeinsam das Buch Fremd geschrieben. Auf jeden Fall hört sich das sehr, sehr genial an und das Cover finde ich aber nicht so schön. Das gefällt mir gar nicht. Also da hätte man bestimmt etwas Besseres machen können, aber vielleicht passt es zur Geschichte. Aber mich spricht das Cover jetzt wirklich nicht an. Wenn ich nicht wüsste, dass das die Autoren werden, dann würde ich das Buch auch hier nicht anfassen. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 16,99 € im Wunderlich Verlag und ist ein Thriller. Dann kommt ein Buch, ich hoffe, ich spreche den Titel richtig aus. Der 999.823. Wunsch von Brandon Robshaw. Und das Cover finde ich sehr, sehr schön. Ja, es sieht aus wie ein Kinderbuch und es ist auch ein Kinderbuch, aber es hört sich so richtig schön an, richtig cool. Ich finde den Titel so cool. Und ja, ich will es einfach lesen. Es ist ein Kinderbuch und ich will es trotzdem lesen. Es klingt einfach so schön. Und das Buch ist als gebundene Ausgabe für 12,99 € im Chicken House Verlag und
Ja, danke, wie gesagt, danke, ein Buch. Dann kommen wir wieder zu normalen Büchern in meinem Falle. Ein Buch von einem Autor, von dem ich noch nichts gelesen habe, aber der mittlerweile schon sehr viele geschrieben hat. Also ich glaube, es sind mittlerweile vier, fünf Bücher. Müsste jetzt das fünfte sein. Ungefähr, oder das vierte, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sollen die Bücher auch sehr gut sein. Ich habe, wie gesagt, noch nichts gelesen. Nämlich Die Menschen, die es nicht verdienen, von Hjort und Rosenfeld. Ja, die Autoren sind, glaube ich, zwei Autoren, sind sehr bekannt. Die Covers sehen auch immer gleich aus. Ihr wisst auch sofort, um welches Buch, welche Reihe es geht. Ich weiß nicht gerade nicht, wie die Reihe heißt, aber ist auch egal. Und das Cover ist wieder gehalten wie die anderen. Brauche ich nicht mehr zu sagen. Das Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 19,95 € im Wunderlich Verlag und ist ein Kriminalroman. Und dann kommt noch ein Teil einer Reihe, der zweite Teil der Zeitlos-Trilogie, glaube ich, heißt sie. Und da erscheint Die Wellen der Zeit von Sandra Regnier. Oder Sandra Regnier. Keine Ahnung, ob Deutsch oder Englisch oder Amerikanisch. Und das Cover ist so gehalten wie der erste Teil. Wenn ihr es seht, dann wisst ihr, ihr seht es ja, ihr wisst ja jetzt, welches Buch es ist. Ich weiß nicht, ob das so viele gelesen haben. Ich kann es mir kurz mal vorstellen, dass es manche gelesen haben, aber ich habe es noch nicht so oft gesehen. Aber auf jeden Fall erscheint es der zweite Teil. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 12,99 € im Carlsen Verlag. Und ist das ein Zeitreiseroman? Es hat den Titel Zeit. Ist es ein Zeitreiseroman oder ganz was anderes? Ich habe jetzt mal als Zeitreise-Jugendbuch eingetragen. Kann mich jetzt aber auch total irren und das hat gar nichts mit Zeitreisen zu tun. Und dann habe ich noch drei Bücher für euch, die kein genaues Erscheinungsdatum haben. Die können jetzt Anfang, Ende oder Mitte des Monats erscheinen. Es steht auf jeden Fall nichts Genaues dabei. Und das erste davon ist der dritte Teil einer Reihe, die eine Märchenadaption ist. Nämlich heißt das Buch So schwarz wie Ebenholz. Und ich frage mich, wieso die Bücher noch nicht so oft gesehen habe. Das erste müsste das so Blut wie Blut sein oder so ungefähr, glaube ich, war das. Ich glaube, das soll eine Märchenadaption an Schneewittchen sein. Und die Cover sehen einfach richtig genial aus. Alle drei. Und ich will diese Reihe auf jeden Fall noch lesen, weil es sich so genial anhört. Und das Buch erscheint, ist wie gesagt der dritte Teil, ist von Silas Himuka. Und erscheint als gebundene Ausgabe für 13,99 € im Arena Verlag und ist ein Thriller oder Jugendthriller. Ich weiß es gerade nicht, ob Jugend oder so. Da kommt ein Buch, das sich auch sehr geil anhört. Nämlich Angels Fall von Susanne Leuders. Und das Cover finde ich jetzt nicht ganz so gelungen. Es sieht gut aus, aber jetzt auch nicht das beste Cover. Gibt bessere, kann man besser machen. Aber es sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus. Die Geschichte klingt aber auf jeden Fall geil. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 13,90 € im Verlagshaus Elgato. Und ist ein Thriller. Das nächste Buch ist auch der zweite Teil. Nämlich der zweite Teil von Timmy Quinn, der Schildkrötenjunge und die Häute. Da kommt jetzt im Oktober der zweite Teil heraus. Gibt es zwar noch kein genaues Datum, aber es beinhaltet wieder zwei Geschichten. Nämlich einmal das Schiff. Und dann noch der Wanderer. Und der Autor heißt Kieran Patrick Burke. Das Cover ist fast so gehalten wie der erste, nur dass es diesmal auf einem Meer ist, also passt zum Schiff. Also man sieht ein Schiff, aber das Cover ist blau. Also Wasser und blau, ihr wisst schon, ihr seht es ja. Und das sieht auf jeden Fall cool aus und ich bekomme das Buch hoffentlich, weil ich habe das Voodoo Press Abo, eigentlich bekomme ich es dann. Aber das Buch erscheint auf jeden Fall als broschierte Ausgabe für 12,95 €. Ist ein Thriller und erscheint im Voodoo Press Verlag. Dann bin ich durch. Auf jeden Fall, würde mich jetzt wirklich interessieren, habt ihr die Bücher von Silas Himuka gelesen? Also, so schwarz wie Ebenholz, so Blut wie, so rot wie Blut oder so ungefähr, glaube ich, heißen die, und weiß wie Schnee oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Wenn es mir einfallen, ich blende euch die Namen irgendwo ein, wenn es mir einfallen. Habt ihr die Bücher gelesen? Sind die gut? Weil ich sehe die wirklich nicht so oft. Oder habt ihr sie noch gar nicht gesehen bei irgendjemandem? Deswegen würde mich interessieren, sind die Bücher gut von Salah Simuka? Schreibt mir das in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, auf welches Buch ihr euch am meisten freut aus diesem Teil.
Ich kann mir schon vorstellen, welche Bücher so sehr erwartet werden. Und war jetzt ein Buch dabei, das ich euch jetzt schmackhaft gemacht habe, von dem ihr noch gar nichts gehört habt. Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Mit welchem Buch habe ich euch jetzt wirklich richtig angefixt? Schreibt mir das in die Kommentare und ansonsten könnt ihr da oben bei den kleinen E-Mail in den letzten zwei Videos schauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich jetzt nur noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dieser Teil geht vom 21. bis zum 31. 31. Dieser Teil geht vom 21. bis zum 31. Das erste heißt National Security. Also sie können jetzt Anfang, Mitte oder Ende des Jahres erscheinen. Des Jahres. Habt ihr die Bücher von Sami, wie heißt die? Von Salasimuka, Doch Simuka.